Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir wollten dir noch den GW Logistik vorstellen. Okay? Los geht's. Hier haben wir jetzt den Rollcontainer mit den ganz normalen wasserführenden Armaturen, um Löschangriff aufzubauen, Schläuche, Strahlrohre, Verteiler. Das ist ja ein TSF. Auch zur Wasserentnahme. So traurig das jetzt ist, ne? Aus dem Unterflöhe dran. Ganz ehrlich, ihr habt hier Strahlrohre, ihr habt hier ja alles drauf. Ja, die beiden Container in Verbindung. Ach so, wenn wir... Da ist dieser... Ich bin mir gar nicht. Ja, er filmt in die Richtung alle. Nee, ich habe schon darauf geachtet, dass ich die nicht mit drauf habe. Also passt schon. Okay. Nee, aber wie gesagt, das ist schon ordentliches Material. Was ist hier drin noch? Schläuche. Ah, von dir. Ja. Schläuche, Schläuche, Schläuche. Echt. So ein Kiwi Logistik ist gar nicht schlecht. Kann ich vielleicht auch mal anfordern für uns. So, Fachgruppe streuen. Genau, der Rollcontainer ist, wie man unschwer erkennen kann, dafür ausgerüstet, Ölspuren zu beseitigen. Mit. Oh, mit hier Tante Tillis Wischeimer. Ja, ja, gut. Muss ja auch ein bisschen weg. Was wieder aufnehmen. Hier sieht man noch mal die Beladung nochmal schön. Ja, und die Bindemittel ist hier noch drin. Super. Bindemittel schon mit drin, ja. Jawohl! Der Männertresen. Genau. Wir Obwohl, jetzt kommen Kommentare. Frauen können aber auch sehen. Ja, natürlich. Das wollen wir keinem absprechen. Ne? Nein. Das sieht aber echt gut aus. Da würde ich gerne mal ein Foto von machen. Das ist richtig schön. Ist jetzt halt hauptsächlich dazu ausgerüstet, bei Sturmeinsätzen oder bei Sturmschäden tätig zu werden. Hier, das war übrigens zur überörtlichen Hilfe auch in Mülheim, wo ein bisschen mehr Bäume umgefallen waren. Ah, so. Auch ein bisschen mehr Material an einer Stelle. Das finde ich aber auch eine super Möglichkeit so, das habe ich auch noch nicht. Ne, mit dem Schlauchding dazwischen, das ist nicht so Schutz, genau. Der Schutz. Hier einfach zack. Toll. Und hier sehen wir noch Schnittschutz. Schnittschutzausrüstung. Genau, das ist die Schnittschutz. Im Endeffekt die Schutzausrüstung. Ja, klar, wenn ist natürlich klar, wenn wir Kettensägen haben, soll die Schutzausrüstung nicht weit sein. Genau. Wenn mir noch gar nicht verleitet wird, mal eben schnell ohne irgendwas zu sägen, sondern ist es gleich in der Nähe. Forsthelme natürlich, Schnittschutzhosen, Keile noch, Bäume gezielt umzulegen. Ja gut, hier unten auch, alles gut. Sind identisch ausgerüstet, die beiden Boxen. Was ich vermisse. Fellheber? Fellheber haben wir jetzt nicht. Weil fällen wollen wir ja keine Bäume. Die schon am Boden liegen. Naja, aber ich meine jetzt, dass man gezielt irgendwie noch rumdrücken kann, weil es sind diese Haken, dass man mit Hebel rumziehen kann. Nur als Anregung. Dafür wäre es nicht vielleicht schlecht. Wenn man für die nächste Beschaffung dann mal sagt, ihr habt vom Förderverein, von den fördernden Mitgliedern, die jetzt natürlich auch noch mal beeintreten werden, dass man mal so einen Fellheber holt. Ne? Nur ja. So als Idee. Dass man sagt, ja, weil ich habe so viele tolle Sachen. Da ist eigentlich alles dabei. Super Keil und alles. Ne? Obwohl ihr keine Bäume umlegt, habt ihr Keile mit. Mhm. Macht sich am Fellheber auch nicht schlecht, theoretisch. Ja. Zur Erweiterung. Irgendwas Flugscheiß muss ich ja, ne? Jetzt würde ich, glaube ich, so eine Musik einspielen, der Mond ist aufgegangen, aber ist wahrscheinlich geschützt, ne? So, was habt ihr hier noch? Also ihr könnt gleich aus dem, von dem Wagen aus hier befestigen. Das Stativ ist für den Power Moon direkt fest an dem Wagen. Aha. Wo der Power Moon auch aufgebracht werden kann. Hier hat dann eine Schoberzeuge haben wir direkt da drauf. Okay. Also im Prinzip den Wagen kann man dann irgendwo an einer Stelle hinfahren, alles aufbauen und sofort betreiben. Klasse. Und das Aggregat drin. Gut, deshalb ließ sich auch ein bisschen schwer ziehen, der Wagen. Ne? Ja. Wiegt ja ein bisschen was. Hier haben wir dann noch ein Stativ. Einmal für eine LED-Lichtbrücke. Mit dem Steuergerät dafür. Ne? Da muss ich ja mal gucken. Also, das hier ist die Lichtbrücke. Ja, gut, das ist mal gut. Ja, gut. Ja. Okay. Ah, okay. Na gut, die LED-Technik wird auch immer besser, ne? Also das ist ja taghell, ne? Füll ich das hier mal wieder rein. Ja,
Alter, was hier nochmal schön ist, also man braucht für LED, braucht man diesen Trafo dazu, das Netzteil. Und hier natürlich, wenn man irgendwo in einen Stromkreis drangehen sollte, der nicht von einem selber ist, wenn ich irgendwo beim Haushalt, ja, bei Privatpersonen bedienen muss, dann braucht man hier so einen Trennschalter, ne? So einen Sicherheitsschalter. Man weiß ja nie, wie die Haushalte abgesichert sind. Man will sich ja selber nie in Gefahr bringen. Deshalb sorgt man wenigstens dafür, dass man die eigene Sicherheit dabei hat. Genau. Super. Deswegen auch alles immer dabei, dass man gar nicht in Versuchung kommt, mal gerade ohne den Sicherheitsschalter. Okay. Nee, aber klasse. Die Rede war, guckt schon. Aber das hier ist eine super Idee. Das gefällt mir. Ja, war aber auch schon bei einem Einsatz von Nachteil. Weil? Weil wir unterwegs am Gelände unterwegs waren. Da war ein Drachenflieger abgestürzt im Wiengebirge. Der sollte zu einer Stelle verbracht werden. Fuhr aber auf dem Waldboden natürlich nicht so gut. Ah, und das kann man nicht rausnehmen? Nein, das ist fest verbaut. Ah. Das war so ein bisschen der Nachteil. Mittlerweile, okay, haben wir aufgerüstet, dann gibt es einen Adapter für das Stativ. Ah, okay, das ist eine Erfahrung, ne? Also an sich habe ich gesagt, super, ne? Mit Dingen sofort an der Autobahn, ne? Ja, dafür auf jeden Fall, ja. Aber wenn du unwegsames Gelände hast, auch haben Sie Erfahrung gemacht? Aber befestigen wegen gut, ne? Aber wenn man jetzt irgendwo wohin muss, wo jetzt, genau, zu dem Einsatz musst, im freien Feld oder so, dann ist, ja, das war im Wald. Im Wald, ja. Okay, dann ist natürlich schwierig, das da hinzubekommen. Also da muss man das irgendwie, zumindest diesen Adapter für den... Genau, gibt es mittlerweile für Stativ aufbauen, den Power-Motor drauf. Super. Passt. Ja, okay, das sind aber Erfahrungswerte. Sowas suchen wir. So, hier haben wir natürlich einiges an Material zur Absperrung. Jeglicher Art. Also ich muss so gerade dran denken, dass ihr eigentlich auch schon so viel auf dem HLF drauf habt. Ne, da habt ihr das ja fast hinten auch nochmal an eurem Anbau, wo ich so Heckanbau. Auf der Haspel, ja, genau. Auf der Haspel da, würde ich sagen. Daneben. Ja, und hier ist jetzt auch so ein bisschen mehr drauf sogar. Mehr Verkehrsleitkegel, mehr Blitzleuchten. Okay, und hier unten, was haben wir da noch? Das sind jetzt auch diese Faltdreiecke. Diese Faltdreiecke, genau. Hier haben wir jetzt noch diese Absperrgeräte. Ich guck mal ganz kurz, welche ihr habt. Achso. Oh, jetzt habe ich natürlich zwei gegriffen. Macht ihr nicht. Ob ihr die, wie ihr die beflaggt habt. Also Feuerwehr, Ölunfall und Unfall. Das heißt, man stellt an die Seite, welches eigentlich gerade vorliegt. Willi ist hier eindeutig ein Unfall. Deshalb steht es jetzt auch, ne? Sozusagen, dass der Autofahrer es genauso sieht. Ne? Genau. Unfall. So, ist da was da noch drin? Wollen wir reinkommen? Hier haben wir so einen Absperrgerätesatz. Könnte man jetzt so einen kleinen Zaun aufbauen mit Förderband. Entweder jetzt hier auf der Wiese kann man direkt in, oh, hier mit, in der Erde, okay, stechen, hm, oder befestigen im Hintergrund, aber ich kann nicht anfuhren. Cooler Typ, Junge. Ja, der fährt echt coole Sachen. Alles ausgerüstet. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was ihr alles dabei habt. Ne, so kannst du ihn ziehen und wenn du loslässt, ziehst du nichts mehr. Okay, was haben wir denn hier? Genau, das ist jetzt unser Rollcontainer. Nummer 6. Langzeit-Pressluftatmer drauf verlastet. Okay, diese Doppeln, ihr erinnert euch aus der HLF-Vorstellung. Ne? Genau. Gerade so, wenn man unter einem Tunnel ist oder wo ihr seid hier, ne? Genau, es ist halt unter der Prämisse, dass wir ein Stück Autobahntunnel zu betreuen haben. Ihr habt schon ziemlich coole Ausrüstung, muss ich euch aber mal lassen. Palette Ölbindemittel. Also hier war das schon ein paar Mal dran, ne? Das ist so, ein paar Mal braucht das, glaube ich, ne? Ja, wir hatten letztes Jahr im Herbst oder Anfang Winter, hat ein Streufahrzeug einen Ölunfall verursacht, natürlich im ganzen Stadtgebiet. Ah. Da ging einiges durch, ja. Okay. Diese drei Behälter, die waren jetzt nicht auf dem Fahrzeug drauf, standardmäßig verlassen. Ne? Man muss dazu sagen, die drei, die wir uns jetzt angucken, oder vier sogar, ne, mit den Paletten, ja, die werden nach Bedarf hier umgeladen, wenn man weiß, der Einsatz. Wie ich vorhin auch schon sagte, das ist kein Fahrzeug, was die Erstankunft bei der Feuerwehr mitmacht, sondern nachgerückt wird und ein bisschen mehr Zeit hat beim Ausrüsten, dass man sagen kann, ihr müsst jetzt auch das mehr draufpacken, dafür geht das runter. Genau, wir beladen dann um. Wir beladen dann um und dann. Ja, genau. Das ist jetzt wie, wenn wir sagen, wir sind zur Ölspur fahren, dann kommt die Palette mit drauf, dann kommt ein anderer Container runter, wo wir davon ausgehen, dass wir den da nicht bei brauchen. Ja. Und ihr hattet auch das PA, mit den PA-Flaschen, das hattet ihr ganz hinten stehen, das war das erste, was ihr ausgeladen habt? Das quasi ist immer das erste, das griffbereit ist, sag ich mal. Wenn wir wirklich zum Einsatz fahren und es wird noch Atemschutz benötigt, das muss nämlich schneller gehen, ne? Genau. Genau, also deshalb sehe ich gerade,
Man sieht so ein bisschen von der Prio her, was ihr häufiger braucht. Atemschutz, genau, Verkehrssicherung. Absicherung und Beleuchtung im Dunkeln. Beleuchtung, das ist so gerade hier euer Hauptgebiet. Sieht man sofort, dass ihr hier eine Autobahn habt. Was aber denn hier schön ist? Diesen Rollcontainer haben wir jetzt im Prinzip, nennen wir immer schön, Wasserschadenbeseitigung. Okay. Ist ausgerüstet einmal mit dem Wassersauger, mit Zubehör. Und an der Seite noch zwei Mastpumpen, auch Lenzpumpen mit einer Förderleistung von 1500 Liter pro Minute. Also Lenzpumpen heißt, für die, die es nicht wissen, das sind Pumpen mit wenig Ausgangsdruck. Also man kann damit jetzt kein Strahlrohr antreiben, sondern es geht darum, viel Wassermenge rauszufördern. Ne? Genau. Genau. Lenzpumpen und dann? Schläuche dafür. Hier oben sind zum Beispiel noch Saugschläuche, dass man erstmal die Pumpe direkt ins Wasser stellen müsste. Also formstabile B-Schläuche. Genau. Genau, und hier? Da sind Warthosen drin. Wart? Jeweils vier Stück, zwei pro Kiste. Hier. Und hier sind jetzt nochmal die Schutzschalter. So Trennschalter wieder, ne? Das ist heute schon mal. Genau. Genau. Super, und auf der anderen Seite ist ja auch noch was, ne? Genau, hier sind jetzt nochmal zwei Kabeltrommeln. Super. Hier oben liegen noch die Saugrohr für die Pumpe. Dass man das wirklich sehr flach absaugen kann. Bis auf 2 cm. Mhm. Okay, super. Ja, diesen Container nutzen wir gerne an den Einsatzstellen, wo viel Schläuche gebraucht wurden, um die alten Schläuche dann da reinzuschmeißen. Ah, okay. Also die gebrauchten Schläuche dann zur Wache zu bringen. Oder die sieht ein bisschen aus wie Aalbesatz. Ja, nee. Also Tierrettung kann ja auch sein, ne? Dass man. Nee. Da sind wir nicht so für zu. Nein, okay. Also das ist der Rollcontainer quasi für nach dem Einsatz. Schläuche rein. Genau. Löser, Armaturen, Dekon. Was man gerade so an bewegen will, ja. Ist für alles nutzbar. Ja, würde sagen jetzt, schöner Endsatz, alles Paletti. Haben wir das ganze Fahrzeug gesehen? Als Beispiel hatten wir mal einen Einsatz, da mussten wir Sandsäcke verladen. Also die mussten wir erst noch selber befüllen und dann konnten wir die auf Europaletten beladen und dann mit unserem Gerätewagen natürlich zum Einsatz bringen. Ah, okay. Da war auch so schwere Unwetter, dass da bei manchen Leuten richtig die Bäche durch den Garten liefen, dass wir das mit Sandsäcken sichern mussten. Okay. Dafür dann natürlich. Zum Transport an Einsatzstelle. Also super, super Ausrüstung aus dem GW Logistik 2, wie gesagt, Logistik 2, weil wir auch nur eine Mannschaftskabine haben, eine Staffelbesatzung. Staffelkabine, genau. Also das ist schon heftig viel drauf. Also ganz cooles Auto. Hätte ich jetzt gerade echt nicht gedacht. Wir machen mal kurz ein GW Logistik kurz mal fertig. Das ist ein richtig interessantes Video. Also deshalb schönen Dank. Gerne. Ne, Hendrik, Donny, dass man das schöne Fahrzeug von euch sehen durfte. Lasst den mal den ganzen von der Ortsweg. Macht gleich noch ein Video. Wird aber noch nicht verraten, was. Lasst den mal einen Daumen da oder auch zwei. Und schauen wir mal weiter, ne? Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ja. Jetzt guckt der Gerätewart böse. Das kann man kleben. Okay. Ihr habt auch hier so diese. Genau. Für die Feuerwehr, Unfall und Ölunfall steht drauf. Feuerwehr, Unfall, Unfall, Ölunfall. Ölunfall. Hab ich. Wir lesen ganz klar von Unfall.